Dem einen ist übel, die andere hat Heuschnupfen und der dritte Rückenschmerzen und das schon seit 3 Wochen. Typische Fälle in Notaufnahmen deutscher Krankenhäuser. Das erfüllt natürlich nicht die Definition des Notfalls, hat folglich in einer Notfallambulanz auch nichts verloren. Und auch nicht in der Bereitschaftsdienstpraxis außerhalb der regulären Sprechzeiten. Und trotzdem, bei jedem Patienten muss der Arzt klären, Notfall oder kein Notfall. Er kann in aller Regel offensichtliche Fälle, die in der Notfallambulanz nichts verloren, herausfiltern. Beispielsweise Rezeptverlängerung oder seit ewigen Zeiten bestehende Beschwerden, Bagatellerkrankung etc. Diese Patienten soll der Krankenhausarzt dann zum niedergelassenen Arzt schicken. Für diese Abklärung hat das Krankenhaus bisher kein Geld bekommen. Das war ja ein Kritikpunkt, der auch von den Krankenhäusern häufig kam, dass gerade Patienten, die eben eigentlich nicht dahin gehört haben, dann praktisch vergütungsfrei angesehen werden müssten. Das ist damit eigentlich behoben. Insofern haben wir einen Wunsch der Krankenhäuser an der Stelle meines Erachtens entsprochen. Diese Abklärungspauschale beträgt tagsüber 4,74 Euro und nachts sowie an Wochenenden und Feiertagen 8,42 Euro. Das entspricht 2 Minuten Arbeitszeit pro Patient. Es geht ja nicht darum, dass jetzt die Notfallbehandlung im Krankenhaus im 2-Minuten-Takt stattfindet und Entscheidungen über gefährliche Grunderkrankungen in dieser Zeit getroffen werden müssen. Es geht darum, dass die Abklärungspauschale ermöglichen soll, Patienten, die offenkundig nicht in eine Krankenhausambulanz müssen, damit abgeklärt und dann auch sozusagen an andere Versorgungsformen verwiesen werden. Stellt der Krankenhausarzt aber fest, es ist ein Notfall, gilt die Abklärungspauschale nicht. In dem Moment, wo er den Eindruck hat, dass hier eine doch akute Gesundheitsstörung vorliegt, kann er selbstverständlich die Möglichkeiten, den Patienten eingehender zu untersuchen und gegebenenfalls auch operative Untersuchungen anzuschließen. Die neue Abklärungspauschale soll Krankenhäusern also dabei helfen, ihre Notfallambulanzen zu entlasten und die Patienten zur jeweils angemessenen Versorgungsform führen. Und dafür haben wir dieses Instrument geschaffen und ich halte das für sehr sinnvoll. Dazu gehört auch, den ärztlichen Bereitschaftsdienst noch bekannter zu machen. Und die bundesweite Rufnummer 116 117.